Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Ja, ihr seht jetzt ein Bild, was ich schon länger fertig habe und ich möchte euch heute quasi den Rest des Entstehungsprogrammes, Nein, des Entstehungsprozesses zeigen. So ist es, glaube ich, besser. Die Videos dazu hatte ich schon ein bisschen länger fertig. Ich bin nur nie dazu gekommen, euch die wirklich fertig zu schneiden und auch zu zeigen. Deshalb kommt es etwas verspätet, aber ja, es kommt, ihr Lieben, es kommt, es kommt, es kommt. Dieses Bild ist ein Bild mit halb Malen nach Zahlen, halb Diamond Painting. Finde ich eigentlich eine sehr coole Kombination, gibt es tatsächlich aber nicht viele Motive von. Das Bild, was ich jetzt habe, gab's oder habe ich von FG Normal im Rahmen einer Kooperation bekommen. Und ich musste es einfach ausprobieren. Den ersten Teil hatte ich euch auch schon gezeigt. Wenn ich das Video finde, dann verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch zumindest den ersten Teil schon mal anschauen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da gekommen waren. Nichtsdestotrotz, wir machen es einfach weiter. Wir gehen davon jetzt einfach mal aus, dass ich nur diesen wunderschönen Himmel fertig gemacht habe. Ja, und der Rest, den einfach noch nicht. Und ich finde, der ist super, super schön geworden. Wenn man nicht wüsste, dass der gemalt ist, oder auch man das hier so sieht, seht ihr das? Man sieht ja so schon so ein bisschen ein paar Erhebungen hier zum Beispiel, ne? Da könnt ihr es jetzt ganz gut hier sehen. Wenn man das nicht sehen würde, dann würde man denken, ja, der ist gedruckt. Der war schon so. Nee, der ist gemalt. Das heißt, jedes Bild, was ihr kauft, was halb DP ist, halb Mal nach Zahlen, wird ein echtes Unikat. Und das finde ich total cool, obwohl ich mich da sehr, sehr bedingt schlau angestellt habe beim Malen. Und jetzt habe ich das schon ein bisschen weitergeklebt. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich möchte es mit euch gleich fertig machen. Und danach kitten wir die restlichen Steine ab. Das heißt, beziehungsweise down. Also wir sortieren die einfach weg. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Zeitraffer, einen Speed-Modus. Und dann seht ihr, wie das für Bild einfach fertig ist. Und wir hören uns gleich im Anschluss da wieder. Und dann zeige ich euch das, wie das halt final auch aussieht. Und dann sage ich euch noch was zu den Steinen und so. Und ja, ich würde sagen, Speed-Modus darf starten. Da sind wir wieder und Mikro ist am Start und ich natürlich auch. So, alles angestöpselt, gut versteckt und ich werde mit euch die Steinchen, die hier drin sind, wieder wegsortieren. Und zwar habe ich mir gedacht, ich könnte den Speed-Modus jetzt natürlich auch noch ein Stückchen weiterlaufen lassen, weil wir hier noch ganz viele Lücken haben. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte Farbe für Farbe geklebt. So mein Plan. So war er zumindest gewesen. Aber wie ihr sehen könnt, ist der Plan tatsächlich nicht aufgegangen, denn ich habe irgendwie ganz viele Lücken. Noch.
Und ich habe mir jetzt überlegt, ja, wenn ich die jetzt alle raussuche, dann wieder mit so einem Clips verschließe und hinterher wieder aufmache zum Wegsortieren, dann kann ich es mir ja auch einfacher machen. Und werde die jetzt einfach nach und nach rausholen, gucken, was das für eine Farbe ist, was das für eine Zahl ist. Und die einfach zwischenzeitlich dann auch die restlichen Steine kleben, wenn noch Lücken sind. Und ansonsten kommen die in meine Box. Ich habe mir quasi eine analoge Heidi-Box besorgt. Wo ist er? Da. Und ich habe die leider am Deckel ein bisschen kaputt gemacht, deswegen habe ich sie geflickt. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe mir nämlich schöne grüne Streifen drauf gemacht, weil die so ein bisschen kaputt gegangen ist am Deckel. Macht aber nichts. Und ich habe mir selber Register gedruckt. Ich hatte ja euch schon mal die andere Heidi-Box gezeigt, die ich bei meinem Papa stehen habe. Die hat Pappregister. Aber bei mir ist das so, dass mit den Pappregistern irgendwie die Dinger trotzdem wieder umgefallen sind und die sind halt sehr stabil. Ich habe mir jetzt einfach welche gedruckt mit einem 3D-Drucker. Da kann ich jetzt entweder da oben ein Klebeetikett drauf machen, entweder links oder rechts, oder ich kann es auch sogar umdrehen und ein Klebeetikett drauf machen. Je nachdem, ich gerade lustig bin, aber ich glaube, ich stelle sie mir so rein. Ich glaube, so. Und dann kann ich mir hier immer so 100, 200, 300, also die Nummerierung machen, wenn ich sie denn brauche. Ich brauche sie aber erstmal nicht. Ich habe mir noch welche ein bisschen breiter gedruckt, damit die einfach hier drin stehen bleiben. Und das klappt ganz gut. Und dann werde ich die, glaube ich, erstmal in die Mitte einsortieren, die Steinchen. So. Und ja, und die da ein bisschen schmaler sind, ist eigentlich die richtige Größe. Ich habe aber ein bisschen rumprobiert, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, wenn die Kiste voll ist, wenn die jetzt hier wirklich so ein bisschen fester da drin sitzen, ob die sich da irgendwie behaken zwischen den Rillen, tun sie aber nicht. Ja, vielleicht drucke ich die auch in breiter für mich. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich habe mit der Heidi schon gesprochen und habe ihr gesagt, ey du, Heidi, guck mal, was ich gedruckt habe. Ich habe irgendwie nichts anderes gefunden. Ich wollte mir die erst tatsächlich noch aus einem ganz, ganz festen Karton basteln. Aber ich bin echt keine Bastelmaus, ne? Also ey, so gut wie Heidi kann ich einfach nicht basteln. Und dann habe ich das Heidi gezeigt und die so, oh, wie cool ist das denn? Und dann meinte sie so, verkaufst du die auch? Ich so, habe ich eigentlich nicht gedacht. Warum? Ja, stell die doch einfach rein, produziere doch welche und dann stell die da rein. Ich so, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemand haben will. Also, falls da Bedarf besteht, meldet euch einfach unten in den Kommentaren. Dann gucke ich mal, was ich da machen kann. Ich werde sie allerdings nicht für 5,90 € einstellen können. Das kann ich einfach nicht, weil alleine das Material, ich muss davon 15 Stück drucken. Und man muss die Zeit haben und die Materialkosten und Stromkosten. Und so weiter. Also, ich weiß nicht, wer schon mal 3D-Druck gemacht hat. Ja, wenn ich nur das Material rechne, okay, dann könnte ich es natürlich auch günstiger einstellen, aber ich habe auch noch die Stromkosten und dann hat man nochmal Fehldrucke, weil vielleicht doch irgendwie was nicht richtig gelaufen ist. Und die Zeit, die dann halt auch einfach die Rolle spielt. Ich werde gar nicht so viel herstellen können. Aber falls Bedarf besteht und ich so ein, zwei Sets machen kann, dann würde ich das auch sogar machen. Ich könnte euch auch sogar noch was Buntes anbieten. Ah, ich muss mal gucken. Aber wenn da grundsätzlich Bedarf besteht, dann hat mein Drucker wenigstens zwischendurch immer ein bisschen was zu tun. Okay, aber ich sortiere das jetzt einfach weg. Und zwar, ich ziehe euch mal ein bisschen raus, damit ihr ein bisschen besser auf den Tisch gucken könnt. So, ich glaube, die Vogelperspektive ist, glaube ich, ganz gut. Also, die Box stelle ich jetzt erstmal ein kurzes Stückchen hier auf die Seite, weil ich brauche gleich hier noch irgendwas. Ich gucke mal kurz. Also, ich stelle sie jetzt einfach mal hier hin. Seht ihr die noch? Ja, ihr seht sie noch. So kann ich sie, glaube ich, hinstellen, dass ihr die auch seht. Dann mache ich die doch hier vorne rein, dann könnt ihr es noch besser sehen. Ich habe mir auch schon Tütchen mit. Ich habe gestreifte Kärtchen genommen. Da kann man drin noch was draufschreiben, wenn man will. Und da kann man sich zum Beispiel die Menge noch ganz gut notieren. Blanco, sind die auch okay? Ich glaube, Blanco, die ihr bei der Heidi mitkriegt, die sind auch stabiler. Das sind nur, sind eigentlich, ja, die sind ganz, ganz dünn. Aber für meine Zwecke reichen die jetzt erstmal. Tütchen habe ich eh sowieso. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir der Reihe mal durch und gucken mal, was wir dann haben. Also, wir haben einmal die 19. Ach so, was ich noch bräuchte, sind Klebeetiketten. Da hatte ich letztens welche gesehen. Ich kram die mal kurz vor. So, selbstgebastelte Etiketten sind am Start. Und zwar habe ich mir, ich hatte so noch einen großen Etikettenbogen mal auseinandergeschnitten
Und den habe ich quasi abgezogen, mir auf so, ja, so ähnlich wie Backpapier gelegt, damit ich die gleich beschriften und auseinanderstellen kann. Das Problem bei denen ist, dass man die Anfänge halt sehr, sehr schlecht sieht. Die haben hinten zum Trennen halt diese, guck mal, diese, seht ihr das? Damit man sie auseinanderkriegt. Die sind aber nur in bestimmten Stellen. Und ja, weil das sonst eine ziemliche Fummelei ist, die Etiketten irgendwie rauszufriemeln, habe ich mir die jetzt einfach da drauf geklebt und dann können wir weitermachen und dann können wir die beschriften und dann funktioniert das prima. So, und Stift ist auch im Start. Ich hoffe nur, der schreibt. Das werden wir mal ausprobieren. Ja, der schreibt. Okay, das heißt, ich kann die beschriften. Super, ich habe eine Schere auch am Start. Habe ich jetzt alles? Ich hoffe, ich habe alles. Die 19 ist auf meiner Legende das R. Das R weiß ich, dass ich das, glaube ich, noch irgendwo gesehen hatte. Gucken wir noch mal kurz aufs Bild. Das R, da haben wir das auf jeden Fall noch mal. Das heißt, ich habe mein Schiffchen, da kippe ich das jetzt rein. Und die 19, was habe ich gesagt, ist die 907. So, nicht das auseinanderschneiden. Kommt die 907 schon mal aufs Kärtchen drauf. So, dann klebe ich das R gerade noch mal. Das ist halt das Gemeine, wenn man Farbe für Farbe klebt, dass dann tatsächlich da noch hin und wieder einfach Steine fehlen. Und man einfach dann denkt so, hör, ich habe doch alle geklebt, habe ich gedacht. Ich habe vor allem, ich habe noch mal richtig drüber geguckt und geguckt, habe ich wirklich alles? Fehlt da auch wirklich nichts? So, ja, die Idee war gut, aber leider die Ausführung nicht. Jetzt gucke ich tatsächlich noch mal die Stellen nach, ob ich noch irgendwo ein R übersehen habe. Aber ich glaube, das waren die einzigen Stellen, wo ein R ist. N, N, V, V, Q, 7, H, W, blala, lalalalala. Nö, sieht gut aus. Also R habe ich nicht mehr, kann in die Tütchen rein. Und dann kann das zu und dann kann das hier schon mal ins Stash fahren. Dann nehme ich mir die nächste Farbe. Da haben wir die 22. Die 22 ist die 3770. Wo ist denn jetzt mein angefangenes da? So, 3770. Und die 3770 ist das U. Und U hatte ich tatsächlich nicht mehr offen. Ich habe noch ein W und so offen, aber kein U. Das heißt, das kann ich schon direkt abfüllen. Ich schneide mir, glaube ich, schon mal die Dinger gerade mal zurecht, damit ich die dann nur noch draufschreiben und abrupfen muss. Das macht es dann gleich ein bisschen schneller. Ich glaube ungefähr, ich weiß ja ungefähr, was ich für eine Breite brauche. Und das kann ich dann auch von der Breite her abschätzen mit dem Schreiben. Schreibe ich ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer, das geht schon. Oh ja. Die unteren sind ein bisschen sehr schmal geworden, aber ist egal, passt. 3770. So. Und das Coole ist, so kriege ich die Farbe für Farbe halt einfach weg. Und ja, habe dann die Farbe hier in meinem Dings drin. In meinem Stash. Ich habe tatsächlich noch kein rundes Stash. Habe ich tatsächlich noch nicht. Also der runde Stash ist tatsächlich noch. Ja. Zu befüllen. So, ich habe mir jetzt mal alle ausgekippt, damit ich halt einfacher die gleich wegsortieren kann. Die leeren dann einfach da ins Tötchen reinschmeißen. So, was haben wir hier? Nehmen wir die 24. Okay, 24 ist das W. Die habe ich auf jeden Fall noch offen. Und das ist die 3865. Die habe ich auf jeden Fall noch offen gehabt. So, und zwar da oben irgendwo. Da. Die habe ich zwischendurch tatsächlich ganz oft übersehen. Und ich habe schon gedacht, ich bin mit meinem Auge eigentlich nochmal so Reihe für Reihe und so Kästchen für Kästchen durchgegangen, aber die habe ich, muss verrecken, nicht gesehen. Also wirklich, nee, nee, die haben sich versteckt und haben gesagt, nee, du findest mich nicht. Du kannst mir schön wieder gehen, aber ich zeig mich dich nicht. Also, ja,
Das ist, die wollten nicht. Also, nee. Die haben sich strikt geweigert, sich zu zeigen. Da oben ist auch nochmal weh gewesen, genau. Und dann gucke ich gleich nochmal drüber, ob ich jetzt wirklich alle Wehs habe. Hier oben ist nur noch 5, G, N, H ist da noch, das noch fehlt. Am H, aber kein W mehr. Ein A, 6, 5, V. Nein, ansonsten muss ich mir das W gleich nochmal rausholen. Ja, dann, ich meine, ich habe ja die Nummer und kann ja über die Nummer nach dem Buchstaben gucken, beziehungsweise, ne? Wenn ich den Buchstaben weiß, gehe ich über die Nummer und habe dann quasi mein Tütchen, was ich dann brauche. So, die 15 ist das J. Und das J ist die... Das J ist die 797. Ja, ansonsten ließen sich die Steine wirklich super gut setzen. Also ich habe wirklich gar keinen Stress gehabt, die da irgendwie in die Felder zu setzen. Jetzt gucke ich schon mal kurz nach dem J. J hatte ich aber auch keins mehr gesehen. Also wie gesagt, sollte da hinterher ich doch mal eins übersehen haben, dann hole ich mir die Farbe rückwärts wieder raus. So, okay, die ist auch erledigt. Super. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir die 14. Und meine Klammern, die kann ich einfach mal, die schmeiße ich jetzt hier einfach in meine Kiste rein. Packe ich mal wieder in meinen großen Beutel. Ja, also ich habe tatsächlich ja rund noch gar keinen Stash, weil hat sich bisher einfach noch nicht ergeben. Man hat, ich habe aber früher halt auch, runde Steinchen habe ich schon mal gehabt. 14, das ist die 775. Aber manchmal oder oft, gerade so bei Anhängern und so, ist halt keine Farbnummer dabei, sondern du hast nur die Farben. Und wenn du nur die Farben hast, dann ja, ist das halt immer das Problem. Wie sollst du die wegsortieren? Ne? Also du musst dann entweder dich dann irgendwie langhangeln und hoffen, dass du irgendwie so eine Farbe findest. Ich meine, gut, bei Schwarz oder ganz hartem Weiß oder ganz cremig, so 83865 oder so, das geht dann immer noch. Ne? Dann kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Aber oftmals, ja, ist das halt schwierig, gerade bei den Mischfarben, ne? Irgendwelche bunten Farben, also ist halt schon sehr, 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 sehr schwierig, da dann die richtige, exakte Farbe zu treffen, wenn du nicht weißt, welche Nummer das ist. Und ich sag mal so, gerade auch die Bilder vom Action oder so, das ist halt so schade, dass die keine DMC-Nummern dabei haben. Und ich hoffe mal, dass auch Action irgendwann dazu übergeht, das so ein bisschen, ja, hobbyfreundlicher zu gestalten. Aber nicht, weil die Bilder schlecht sind oder so, sondern einfach, damit man die Farben halt wiederverwenden kann, wenn man irgendwie noch was damit tun will. Ja, und nicht halt dann die Farben hat und einfach damit nichts tun kann, weil ich ja gar nicht weiß, welche Nummern die haben. Wenn ich mir jetzt ein Bild selber pixle, dann brauche ich halt die Nummern dazu. Und ja, will ja natürlich, dass das vom Farbergebnis her auch dann gut aussieht. Ne? Ja, und das macht es dann halt ein bisschen schwieriger an der Ecke. Aber ja, ich denke, das kommt schon noch. Ja, ihr Lieben, das ist eigentlich so das Bild, wovor ich am meisten Angst hatte. Ich bin kein guter Maler. Nein, bin ich nicht. Und ich hatte tatsächlich vor dem Bild Angst. Die 10 ist die 608. Weil dieser Mal nach Zahlenanteil mir Angst gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon, ich sah auch so mal, schon mal, dass es so, sich so ein Bild geholt hat und vielleicht auch schon mal probiert hat, so mit Mal nach Zahlen. Mal nach Zahlen, ich glaube, Mal nach Zahlen muss man gut können oder man weiß, wie das mit dem Malen funktioniert. Bei mir ist es tatsächlich so, nee. Also Mal nach Zahlen ist jetzt nicht so, das war jetzt okay, weil es wirklich nur Hintergrund war. Aber so ein richtig komplettes Bild mit Malen nach Zahlen, ja, wenn man die Abgrenzung halt gut auseinanderhalten kann, dann glaube ich, geht das bei mir. Aber wenn ich dann so ganz was Feines malen muss, da bin ich, glaube ich, zu grob motorisch. Also
fand ich schon sehr schwierig an der Ecke. Also ich persönlich für mich, manch einer von euch sagt, ja, das ist doch ganz easy, blalala. Aber für mich war es halt wirklich schwierig. So, die 9 ist das A, ist die 603. Und das A hatte ich tatsächlich auch noch gesehen. Und zwar hier unten irgendwo, da. Habe ich sonst noch wohl irgendwo ein A gesehen? Nee, die 7 hatte ich noch, aber kein A mehr. Okay, die kann ich auch wegtun. Und dann wird mein Stash um 24 Farben erweitert. Juhu, meine ersten 24 runden Farben. Und dann habe ich nämlich auch endlich eine Möglichkeit, meine runden Steinchen einzusortieren. Ich glaube, die Kiste, die wird erstmal reichen, weil ich nicht so viel, wenn ich mir selber Bilder bestelle, sind es eher Bilder mit eckigen Steinen. Runde Steine sind eher Bilder, die aus Kooperationen entstehen. Oder wenn ich euch wirklich von einem Shop, wo ich denke, dass das Konzept ganz gut ist, wenn ich mir da schon mal mehrere Bilder bestelle, so jetzt bei, wo hatte ich das denn? Zum Beispiel bei AliExpress, bei dem AB Diamond Painting Shop, wo man halt Bilder mit AB-Steinen bekommt. Wo ich denke mal, das auch für euch immer ganz interessant ist, wie auch die Bilder mit den runden Steinen dann ankommen. Deswegen nutze ich da ganz gerne die Gelegenheit und bestelle mir dann immer gleich 2, damit ich euch das einmal zeigen kann. Und da habe ich dann auch mal runde Steine. Aber in der Regel, wenn ich sonst mir selber Bilder aussuche, wie die von Evermoment oder DPF oder so, oder auch bei anderen Direktjobs, auch wenn ich so jetzt zum Beispiel vom Picasso mir was aussuchen durfte oder Karat Art, dann suche ich mir schon eher Bilder mit eckigen Steinen aus, weil ich das persönlich lieber mag. Und ich natürlich dann auch gerne die Bilder dann schön finde und die halt auch gerne machen möchte. Ne? Und deswegen suche ich mir dann eher eckige Steine aus. Und deswegen habe ich eher Bilder mit eckigen Steinen. So, machen wir mal weiter. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Und ja, schön, wenn man dann selber Post bekommt. Und wenn man dann gefragt wird, nehmen Sie für Ihre Nachbarin auch was an? Ich so, ja, her damit. Ist immer schön. Ja, die Nachbarn holen sich das dann immer bei mir ab. Aber sollten Sie diesmal nicht. Ich habe das vor die Tür gestellt, damit nicht geklingelt werden braucht. Manchmal mache ich das, wenn das für oben oder für nebenan ist, dann nehmen die das einfach mit. Bei uns im Haus ist Gott sei Dank noch nie was weggekommen. Da bin ich auch echt sehr froh drum. So, die 8 ist die 602. Also da funktioniert das im Haus ganz gut. Auch mit dem Annehmen, wenn einer mal nicht da ist, dann wird das auch für den anderen angenommen. Das ist mega, mega cool. So, wir haben jetzt die 8. Die 8 brauche ich nicht. Die war nicht mehr offen. So, das heißt, die kann ich auch wegtun. Das ist total cool. So, 105, 602, 603. Ja. Gibt es bei euch eigentlich irgendwas Neues? Wartet ihr noch auf irgendwelche Bestellungen? Habt ihr alles da? Mit was seid ihr beschäftigt? Fragen über Fragen über Fragen. Und wer das beantworten möchte, darf es natürlich sehr, sehr gerne tun. Ich habe jetzt die 7. Die 7 ist die 600. Die 600. Super, dann habe ich das Tütchen schon direkt weggetan, ohne zu gucken, ob es wirklich die Nummer ist. Egal. Ja, passiert. Ja, ansonsten bei mir, ich warte gar nicht mehr auf so viel. Ein paar Sachen sind noch unterwegs. 600 ist die 7. Die sortiere ich gleich ein. Ich lege die jetzt erstmal nur da rein. Ich habe mir nämlich schon wieder eins nicht zu viel abgemacht. Ich warte, ich habe heute noch was bestellt. Tatsächlich, um es euch zu zeigen, das gibt es bei mir auf dem Kanal, oder gab es den Shop noch nicht. Also für mich auf meinem Kanal ein neuer Shop. Den gab es aber schon woanders, verrate ich aber euch aber nicht. Die 12 ist das F, ist die 699. So, was habe ich gesagt? Die 12 ist das F. Haben wir das F noch irgendwo übrig? Ich glaube, das F hatte ich tatsächlich auch überall ordentlich geklebt. Ja. Bei einem Tütchen habe ich tatsächlich zwischendurch gedacht, oh, die reichen aber nicht.
bis ich gesehen habe, ich hatte gar nicht alles aus dem Tütchen rausgeholt und habe die Hälfte noch im Tütchen gehabt. Und da war ich sehr, sehr erleichtert, wenn ich euch das mal so sagen darf. Denn nichts ist schlimmer, als wenn irgendwas nicht reicht. Aber es hat alles super gut gepasst. Ne? Es hat alles gut gereicht. Überhaupt gar kein Stress. 21.938. Die 938 ist das Tee. Das Tee habe ich tatsächlich noch offen. Hier, seht ihr das? Hier ist ganz viel von dem Tee übrig. Dass ich das nicht beim Kleben gesehen habe, ist es echt der Hammer, dass man solche Flächen einfach übersieht. Aber so ist das immer, ne? Also, da guckst du durchs ganze Bild und denkst dir so, ja, okay, so und so da und da und da und da. Und dann irgendwann gehst du weiter und denkst so, boah, warum ist denn da so viel von dem Symbol? Oh, das habe ich doch schon geklebt. Ja, Glückwunsch. Ja, Augen auf beim Eierkauf, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber Augen auf beim Kleben. Ach, das ist mir schon so oft passiert, ne? Und ich glaube, ich bin da definitiv nicht die Einzige, die das ständig hat. Theoretisch müsste man sich immer irgendwie, keine Ahnung, aber ich bin kein Fan davon, so die Tübchen offen zu lassen oder halt die Sachen, wie soll ich sagen, jetzt in so ganz vielen Schiffchen aufzubewahren. Da bin ich absolut kein Fan von, weil ich immer das Problem habe, wenn es doch mal irgendwie umkippt oder runterfällt oder so, dann bin ich da im Steinchen suchen und am Aschenputtel spielen. Und ich spiele ehrlich gesagt nicht gerne Aschenputtel. Mir ist das zwar schon ein paar Mal passiert, dass ich auch mal Steinchen zusammengekippt habe. Da hatte ich aber Glück, dass es unterschiedliche Farben sind, dass man die gut auseinanderhalten konnte. Mir ist auch schon mal was runtergefallen. Aber hielt sich alles noch, sagen wir es mal so, im Rahmen. Ne? Also alles in so Grenzen, weil es halt immer nicht viel war oder ganz gechillt. Aber puh, wenn das so richtig viel wird, das ist dann, ne, dann finde ich es dann schon, wenn das so, ich sag mal, ich habe jetzt so ein Zehnerschiffchen und so ein Türmchen und dann kippt mir der um und alle 10 Farben fallen. Das wäre für mich eine Katastrophe, graus. Ich meine, das Leben geht weiter, das hört nicht auf, aber da denke ich mir nur so, oh nein, bitte, bitte, wenn mir das passiert, da kriege ich ja Albträume von. Also das wäre absoluter Albtraum, dass, wenn sowas passiert, ne, also mal so 2 Farben ineinander mischen, okay, kann man schon mit leben. Ich habe schon mal eine Farbe offen gehabt, noch das Döschen von der Farbe davor stehen gehabt und habe es dann einfach zusammengekippt. Ist mir auch schon passiert, aber ich hatte wirklich immer Glück, dass das wirklich immer andere Farben waren, sodass ich die sehr, 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 sehr gut auseinanderhalten konnte. Aber das denke ich mir auch so, puh, wenn das passiert, ist es nicht so schön. Vor allen Dingen, wenn es so ähnliche Farben sind. Wir haben ja ganz viele Farben in der Farbpalette drin, die so echt nur minimal abweichend, ne, sind, sondern sich so eher so total ähnlich, so mit einer Nuance Unterschied, wo du dir dann auch denkst, wenn du die auseinander sortieren musst, da hast du aber echt Spaß. Da kannst du dir schon am besten Tauben zulegen, die dann hier, ne, die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen oder so. Ja, das war schon, auf jeden Fall wäre das dann ja Herausforderung ohne Ende. So, wir haben jetzt die 11. Die 11 ist das D wie Dora, Dora, Dora. Und das D wie Dora, Dora, Dora ist die 666. So. Dann haben wir die 666. Haben wir noch ein D irgendwo offen gehabt? Ein Q? Oder oben habe ich noch eine 2 vergessen, seht ihr? Hole ich noch mal kurz raus, aber ich habe ein D, habe ich nicht gesehen. Hier unten ist nur noch G offen. Das müsste ein Grünton sein. Ich mache gleich mal die Grüntöne. So. Das G, was haben wir denn für G? Was ist das denn für eine Nummer? Die 13 habe ich hier. Oh, erstmal mache ich schnell mal noch die Zweien da oben. Da oben habe ich noch gerade 2 Zweien gesehen. Nur einmal. Ich finde das beim Wegsortieren halt einfach auch gechillt. Ne? Man hat halt die restlichen Steine sowieso in der Hand, weil man sie eh wegsortiert. Und dann kann man halt auch die restlichen fehlenden Steinchen dann noch setzen. Weil wenn ich die jetzt raushole, wieder zusammenpacke, wieder raushole, wieder zusammenpacke, dann bin ich noch länger dabei. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch einfach beim Wegsortieren mit. Wollte ich sowieso mit euch machen. Und so machen wir dann quasi alles in einem Abwasch. Die fehlenden Steinchen auffüllen und die Steinchen wegsortieren. Ne? Es geht ja auch wirklich schön
Easy. Das ist das G. So, und das G haben wir tatsächlich häufiger mal vergessen. Das war auch eine Farbe, die sehr, sehr viel vorhanden war. Aber es hat total Spaß gemacht. Wirklich total Spaß. Das mit dem Malen nach Zahlen war, wie gesagt, echt eine Herausforderung. Ich wusste nicht, ob ich das zwischenzeitlich schaffe. Ihr habt ja vielleicht den Teil mit der Pichu schon gesehen, die Talkrunde. Und den ersten Teil, den haben wir ja nicht aufgenommen, weil ich vergessen habe, auf Start zu drücken. Natürlich habe ich erst das Video anmoderiert, lalala, so wie ich es immer mache. Und habe dann, also habe die Pichu derweil halt auf Stumm gesetzt und habe dann quasi das anmoderiert und habe sie dann wieder dazugeholt und habe dann natürlich Pause gemacht, damit ich ihr sagen kann, dass wir gleich loslegen. Und dann habe ich vergessen, wieder auf Start zu drücken. Also ich habe nicht auf Start gedrückt und habe dann nur gedacht, okay, super. Und als ich sie dann verabschieden wollte, damit ich das Video kurz stoppen kann, habe ich es gesehen. Und ich denke so, oh nein, warum? Warum? Oh, hier ist aber eins. Da habe ich ein halbes Steinchen drin. Okay, ein halbes Steinchen ist natürlich sehr, sehr unschön. Schaut mal. Also ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Schwund. Also das habe ich jetzt geklebt. Okay, das heißt, da muss ich auch nochmal die andere, nochmal ein Steinchen rausholen. Machen wir aber gleich. Holen wir uns dann gleich raus. Das geht dann ja ganz gut. So, und ich habe auch gesehen, bei der 666 habe ich auch da oben nochmal Steinchen übersehen. Ist natürlich schwierig, weil die sind natürlich sehr weit weg, die Steine von da oben. Aber es geht. Alles machbar. Alles nicht so dramatisch. So, hier unten haben wir auch noch ganz viele Gs. Vor allem, hier sind ganz viele Vieren übrig. Mein Gott, die habe ich alle nicht gesehen, die Farben. So. Ja, und dann haben wir ja nochmal quasi dann angefangen zu drehen, ne? So ist das halt, dass man dann halt einfach nochmal anfängt. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, ganz viel, was wir im ersten Teil so bequatscht haben und so, worüber wir so geredet haben und was wir euch erzählt haben, haben wir im zweiten Teil mit euch gar nicht beredet, glaube ich. Ich glaube, uns ist da viel durchgegangen. Wir haben zwar nochmal versucht, das so ein bisschen, zu gucken, dass wir so eventuell die gleichen Themen anschneiden wie im ersten Video. Aber ihr kennt das doch selber. Man kommt beim Reden vom Höckskis auf Stöckskis, ne? Und dann von einem Thema aufs andere Thema und dann wieder auf das nächste Thema und dann wieder dahin und dann wieder dorthin. Und ja, das ist dann irgendwann verselbstständigt sich sowas, so ein Gespräch, und dann weiß man aber hinterher nicht mehr, über was man alles geredet hat. Es ist halt einfach so. Mir kann keiner erzählen, dass ihm das noch nie passiert ist, dass, wenn man ihn fragt hinterher, ja, über welche, was hast du denn alles geredet, dass er oder sie dir genau sagen kann, ja, über das, das, das oder das. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Und ging uns halt auch so, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen halt das Beste drauf. Wir wissen gar nicht mehr, worüber wir so geredet haben. Weil ich hätte sie auch gefragt, so, Pichu, über was hatten wir denn gerade so geredet? Sie so, ja, ja, okay. Und dann habe ich nur gedacht, genauso geht es mir gerade auch. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Aber ja gut, ich meine, ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Und es war ja trotzdem lustig. Also wir hatten auf jeden Fall was zu lachen. Wir haben euch ja auch mitgenommen. Ist ja nicht so, dass wir das ohne euch gemacht haben. Es tut mir halt nur furchtbar leid. Es sollte halt eine schöne Talkrunde werden. Wir haben als, passiert. Es ist nicht so schön, aber es passiert halt leider. Ne? Und ich meine, beim nächsten Mal passt man dann halt umso besser auf. Also ich zumindest. So schnell wird mir das hoffentlich nicht wieder passieren. So, aber so, 6, 6, 6, 6. Ich brauche noch ein paar Sechsen. Komm. So, einmal 6, noch eine 6 und da ist auch noch eine 6. Nein, nicht da, da rein. Da haben wir noch eine 5. Haben wir da oben noch irgendwo eine 6? Haben da oben noch 5? Ja, aber da ist auch noch eine 6 da. Ne? Dann haben wir eine D noch. D hatte ich schon, glaube ich, wegsortiert. Da muss ich gleich nochmal reingucken. So, V und eine 5. Jetzt gucke ich mal gleich, ob ich die 5 finde. Damit wir die Zahlen nämlich auch schon mal weg haben. Ja, aber auf jeden Fall ist das immer sehr spannend. Und natürlich solche ich sage jetzt mal Unfälle, ne?
passieren halt einfach. Also das ist halt, ne, ein bisschen Schwund ist immer und ja, da passiert sowas. Ich finde das jetzt persönlich nicht so ganz so tragisch. Aber ist natürlich, ja, wir haben das Beste draus gemacht. Aber dafür ist dieses Bild halt umso schneller fertig geworden. Dadurch, dass wir ja den zweiten Teil als ersten Teil drehen mussten, ist es halt so, dass ich natürlich alles fertig malen konnte, weil der erste Teil, wo wir ja geredet haben, den hatte ich ja, da habe ich ja schon gemalt, ne? Und dann ist der zweite halt fertig geworden und dann habe ich mir gedacht, hey, also wenn ich jetzt schon alles fertig gemalt habe, ne, muss ich ja eigentlich nur noch, ihr kennt das sicherlich, das Bild weiterkleben. Und ich hatte da so Lust drauf. Ich so, das mache ich jetzt, ist mir jetzt egal. Und dann habe ich halt, ja, das Bild weitergeklebt und habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt dann mit dem Bild? Ich könnte das fertig machen, euch einfach nur eine kurze Review geben und dann habe ich gedacht, aber das ist auch langweilig. Ich will ja eigentlich, ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch einfach diese längeren Videos mögen, auch ein bisschen dabei quatschen wollen, also eigentlich ja eher zuhören als quatschen, aber dass sie ganz gerne dabei painten und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist eine super gute Gelegenheit, einfach alles nochmal, ich sag mal, für euch zusammenzufassen für dieses Bild, weil das halt schon doch was Besonderes ist, aus meiner Sicht. Klar, für einen, der kein Mal nach Zahlen mag und auch überhaupt nicht machen möchte, für den ist das einfach nichts. Aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen von euch, der sich dann trotzdem das gerne anschaut und sagt, oh, ich möchte das aber trotzdem gerne mal sehen, wie funktioniert das und was hast du da gemacht und so. Und dann ist es ja auch okay, dann ist es ja trotzdem, ich meine, trotzdem was zum Angucken, was man machen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch den ersten Teil, wo ich das gemalt habe, zumindest den zweiten Teil gemalt habe, auch nochmal im Speed-Modus. Dann zeige ich euch das, setze euch dann nochmal den Speed-Modus für den letzten Rest. Und dann kitten wir das Set auch zusammen ab, beziehungsweise down. Na, wir sortieren die Steine einfach weg und ja, machen das. So, haben wir die 434 schon gehabt? Ne. Ich brauche die 4. Haben wir hier die 4? Ne, die 5. Also die 5 brauchte ich. Die 4 hatten wir gerade. Die 5 brauchen wir noch. Und dann sortiere ich mit euch die Steine weg. Kann euch nochmal zeigen, was ich gemacht habe. Kann ich nochmal zeigen, was ich mir gedacht habe, was ich mir jetzt noch schnell mache, damit ich halt kein Register wirklich basteln muss. Und ja, ich find das total cool, weil die sind halt auch echt schön stabil. Die sind halt nicht so dünn, dass die gleich wieder auseinanderfallen oder so, sondern die Register aus dem 3D-Drucker sind echt schön stabil. Ja, klar, könnt ihr sagen, okay, wenn ich einen 3D-Drucker habe, mache ich mir selber. Klar, könnt ihr das selber machen. Aber ich weiß, dass es auch viele von euch gibt, die zum Beispiel gar keinen 3D-Drucker haben, aber vielleicht trotzdem das ganz cool finden. Also dürft ihr euch da gerne an mich wenden oder gerne mal einen Kommentar da lassen und dann vielleicht lässt sich das einrichten, dass ich das einfach limitiert auf ein paar Stückzahlen dann, wenn ich mal welche fertig habe, auch in den Shop stelle und euch dann einfach über meine Internetseite dann einfach einen entsprechenden Post setze, sondern dass ihr die dann auch kaufen könnt. Ne? Das wird dann unter Sonstiges wahrscheinlich irgendwo eingestellt, weil das ist ja, es ist ja kein, ja, soll ich jetzt sagen, ist schon Diamond Painting Zubehör, aber es ist halt eher so unter Sonstiges, weil es ja nicht direkt zum Diamond Painting ist, sondern eher was für die Aufbewahrungsbox ist, ne? Ja. Okay, es sieht doch gar nicht schlecht aus. So, was haben wir denn? Hier unten ist alles dicht, seht ihr das? Wir haben noch die 5, oh, die 5, die hatte ich doch schon, ne? Die 5 brauchen wir nochmal. Hier sind nämlich die 5 noch offen. Seht ihr? Aber es sind auf jeden Fall genug Steine übrig von jeder Farbe. Was ich richtig gut finde, finde ich richtig gut, dass genug Steine übrig sind, dass man sich da echt gar keinen Stress machen braucht und dann senken muss, oh, reicht das nicht? Und von der Farbe war auch richtig viel übrig, ne? Also von der Farbe, da hätte ich noch 3 Bilder kleben können, malen können. Da war wirklich genug Farbe übrig. Das war auch richtig, richtig gut. Die hätte ich auch matschen können. Ja,
bestimmt noch was übersehen hier bei gleich. Aber ist egal, wir machen jetzt erstmal kurz weiter. Die 20 ist die... Die 20 ist das S... Die 20 ist das S, ist die 919. Das S hatte ich hier oben abgebrockelt, weil ich so ein komisches Ding drin hatte. Und ansonsten hatte ich das alles fertig. Jetzt muss ich mir gleich noch mal ein paar Kärtchen bauen, damit die restlichen Farben auch weg können. Ja, und so wird mein Stash dann ja einfach, ne, meine Farbstash, meine runden Steine werden dann einfach weiter wachsen. Und immer wenn ich dann wirklich was habe, wo ich dann Farben habe, kann ich die dann auch hier einsortieren. Aber ich habe überlegt, ja, für rund habe ich sonst eigentlich keine schöne Aufbewahrungsmöglichkeit gehabt. Und die finde ich echt super. Die finde ich echt klasse. Und mit den Karteikarten in den Taschen halt auch mega praktisch. 16 ist die 801. Weil die dann einfach ein bisschen stabil stehen. Ne? Die 801, was ist das? Ist das ein K? Ein K habe ich nicht mehr gesehen, offen. Die muss ich gleich dann nur ineinander sortieren. Das mache ich gleich. Was haben wir hier? Die 17. Die 17 ist das N. Das N habe ich tatsächlich noch offen. Ja. Und nicht gleich leben. Ich muss mir jetzt kurz noch ein paar Tütchen vorbereiten, damit ich mit euch... Ich fahre gleich weiter. Ich brauche noch 4 Tütchen. 4. Also Nummer 1. 2, 3, 4. Und dann kann ich die auch gleich weiter. Ich habe zu wenig abgepackt, aber ich habe die tatsächlich auch nicht gezählt, weil ich irgendwie zu faul war. Kennt ihr das, wenn man denkt sich, ah, das wird schon passen? Man kann sich leicht verschätzen bei irgendwelchen Zahlen. Sehr, sehr leicht. Ja, wir machen das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen am Schnelldurchlauf weiter, damit wir hier irgendwie mit dem Video auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ja, das Motiv finde ich halt nach wie vor immer noch mega, mega, mega schön. Und ja, damals, als ich das bestellt habe, gab es auch noch weitere Motive. Ich glaube, da gab es auch noch eine Kuh, so eine bunte. Dann gab es auch noch eine Ballerina. Ich muss mal gucken, welche Motive es tatsächlich auf der Seite überhaupt gibt, welche noch verfügbar sind. Das hängt ja immer davon ab, was auch gerade dann noch da ist oder was jetzt weggekauft wurde. Ich setze auf jeden Fall setze ich euch mal den Link zu dem Leuchtturm unten in die Videobeschreibung. Das Bild ist von FG Normal. Das steht gar nicht drauf, aber ist von FG Normal. Leider habe ich immer zu FG Normal gar keinen Rabattcode mehr. Die alte Rabattcode-Seite ist leider deaktiviert, also leider kein Rabattcode. Sollte aber es irgendwo mal einen Rabattcode geben. Schaut bitte unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link, der führt zu meiner Internetseite und da habt ihr alle Rabattcodes drauf und ihr könnt über diese Seite auch direkt auf die entsprechenden verlinkten Seiten drauf. Ihr habt dann, könnt dann über diesen Link gehen und dann landet ihr direkt auf der Seite und könnt dann den Rabattcode dann auch direkt benutzen. Das ist mega, mega praktisch. Ich habe mir das überlegt, weil meine Kanalinfo zu klein geworden ist und ich nicht mehr alles untergekriegt habe. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich euch die ganzen Rabattcodes irgendwie zugänglich machen? Und habe mir dann überlegt, dass ich das über meine Shop-Seite mache. Warum auch nicht? Ich habe einen Shop, ich kann mir selber Seiten anlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Also habe ich das dann sprich über diese Seite gemacht. Da könnt ihr alle drauf. Da ist auch keine Sperre drin oder so. Ne? Da kann ja jeder rauf. Und egal, ob ihr da in einem Shop einkauft oder nicht, das ist völlig wurscht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Zusammenfassung, weil ich finde sie mega schön und mega praktisch.
Und wenn neue Rabattcodes kommen oder neue Affi-Links oder ich irgendwo was bekomme, dann setze ich den natürlich immer mit dazu. Und somit seid ihr dann halt auch immer auf dem neuesten Stand. Ihr braucht nur eine Seite irgendwo euch abspeichern für die Favoriten und habt dann also quasi immer dann direkt die Information parat. Und, oder wenn ihr sagt, ja, ich weiß noch nicht wo, ich guck mal, wo hat sie denn noch gut Rabatte oder so, dann könnt ihr dann direkt erst gucken und dann könnt ihr direkt dort auch über die Seite gehen, ne? Oder auf die Seite gehen, über die Seite. Ja, also das ist, finde ich, sehr, sehr praktisch und es ist halt, denke ich, eine gute Hilfe für euch, auch ein bisschen Geld zu sparen. Diamond Painting ist normal kein Hobby, was nur mit 2,50 Euro machbar ist. Und man kann halt schon sehr oft sehr gut Geld dafür ausgeben. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, man kann, man kann da schon einiges an Geld lassen. Aber ja, es macht ja auch Spaß. Es ist ja ein schönes Hobby, wie man sagt. Und andere gehen 50 Euro in der Kneipe vertrinken, ja, und kaufen sich davon irgendwie kurze Bier oder sonst irgendwas und verbaseln das Geld in der Kneipe, was auch völlig okay ist, wenn man das Geld verdient hat. Man soll ja auch ein bisschen Spaß am Leben haben. Dann ist es auch völlig okay. Genauso völlig okay ist es, wenn man die 50 Euro dann fürs Hobby ausgibt, nämlich fürs Diamond Painting. Also ich habe da tatsächlich gar keinen Stress mit. Ich bin da ganz, ganz entspannt. Und von daher, ja, soll jeder machen, wie er meint. Und wenn man meint, man muss halt 300 Bilder zu Hause haben, dann hat man 300 Bilder. Wenn man sagt, ne, ich mache nur ganz konsequent eins nach dem anderen, finde ich das auch sehr, sehr tough. Muss ich ganz ehrlich sein, da ziehe ich immer meinen Hut, weil ich könnte es tatsächlich nicht. Ich bin so ein Typ, ich habe lieber noch ein Ersatzbild zu Hause oder zwei oder drei oder ganz viele, als wenn ich hinterher irgendwo auf einem Trockenen sitze und denke so, ja, schön, ich hätte gerne, aber ja, klar, und wenn man das Geld natürlich nicht hat, dann spart man sich natürlich auch die Sachen zusammen und holt sich dann erst halt entsprechend was, wenn man wieder Geld hat. Auch ich hatte solche Phasen tatsächlich schon. Wir sind Gott sei Dank tatsächlich nicht mehr. Aber ja, ich kenne das auch, wenn man so sich so Sachen zusammensparen muss und dann halt gucken muss, okay, wann kann ich mir dann irgendwas leisten oder wann nicht. Aber dafür hat man dann, ist man umso glücklicher, wenn man es dann hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man sich irgendwas richtig absparen muss, dass man dann so richtig happy ist, wenn man es dann hat. Man ist so richtig, richtig glücklich, dass man es dann geschafft hat und man konnte sich dann das leisten, worauf man gespart hat. Egal, ob es ein Urlaub ist, irgendein teures Gerät oder sonst irgendwas. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil das tatsächlich, ja, es ist halt, ich hätte jetzt mal gesagt, befriedigt ein, aber es ist tatsächlich so, dass man dann halt, man weiß, dass man sich dafür, dass man dafür gespart hat und man ist dann halt auch mega glücklich, dass man sich das dann leisten konnte von dem, was man gespart hat, weil man zum Beispiel wirklich dann weniger weggegangen ist oder, ich sag mal, vielleicht weniger geraucht hat oder man ein Bierchen abends weniger getrunken hat oder man Sekt oder was auch immer, dass man das dann halt einfach sagt, okay, von dem Geld, was ich jetzt gespart habe, auch wenn es nur, ich sag mal, in einer Woche 2-3 Euro sind, ja, für das Geld habe ich mir dann was gekauft oder meinen Kindern oder sonst irgendwas. Ich finde das schon, es ist halt schon sehr, 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 sehr cool. So, also das Bild ist fertig. Ich sortiere mir die Sachen gleich später ein, aber ihr könnt sehen, ja, ich nehme mal die Sachen, die kann ich jetzt hier dazwischen klemmen. Und dann, ist das jetzt eine Breite? Ja, war schon, glaube ich, ein breites, aber das passt ganz, ganz gut. So, na, dann kann ich das dann davor packen und dann, ja, so. Da lege ich mir nachher noch was rein, damit es halt nicht durch die Gegend rutscht. Wenn ich jetzt das dazu machen würde, dann würden die alle so schön einmal durch die Gegend rutschen. Das Bild ist fertig und ich finde diese Farben so fresh, ja. Ich finde das so, so schön. Also ihr könnt ja sehen, das ist halt so ein richtig schönes, frisches Frühlingsbild, wo die Sonne noch nicht so scheint, wo die so ein bisschen so ein paar Wölkchen sind und ganz gechillt, ne? Aber so richtig schön ein frisches Bild. Es ist halt keins, also wo man jetzt irgendwie so eine trübe Stimmung oder so ein grauer Himmel, sondern so richtig schön freundlich. Also wenn ich das Bild mit dem Mal nach Zahl nochmal 50 mal 40 haben würde oder bekommen könnte, dann würde ich das tatsächlich machen.
weil das ist echt so schön vom Motiv her und auch mit dem Hintergrund, das harmoniert so, so gut. Und ich habe ja tatsächlich erst gemalt und dann geklebt. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, weil ich glaube, ich hätte die ganzen Steine hier alle angemalt. Wenn ich hier ringsrum gemalt hätte, ich hätte die ganzen Steine angemalt. Aber ich finde es wunderschön. Kommt auf jeden Fall in meine Mappe und kriegt einen Ehrenplatz, sage ich jetzt mal. Weil ich habe, glaube ich, gar keinen... Habe ich einen Rahmen oder so? Habe ich gerade gar nicht, nee. Aber es wird auf jeden Fall in die Mappe passen. Und von daher ist das dann auch sehr, sehr gut aufgehoben. Da kommt ja dann auch nichts dran. Aber mir gefällt das sehr gut. Was sagt ihr denn dazu? Na, ihr seid jetzt gefragt. Ihr dürft jetzt eure Meinung kundtun, ob euch das gefällt oder nicht. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Ne? Klar, ein bisschen größer wäre halt schöner, dann wären halt hier auch dieses mit den Blumen und so und mit den Steinen ein bisschen detaillierter, aber den Weg kann man sehr, sehr gut erkennen, auch mit dem kleinen Bild. Man kann das Haus erkennen, man kann den Leuchtturm ganz klar erkennen, auch die Bäume im Hintergrund und so. Wenn das jetzt noch größer wäre, würde es natürlich noch mehr wirken. Ja, aber so finde ich es auch schon wunderschön. Ja, ist auf jeden Fall mal was ganz Neues, halb Diamond Painting, halb Malen nach Zahlen und ich finde... Es wird, wenn es dieses Bild nicht nochmal irgendwann größer gibt, mein einziges Diamond Painting mit Malen nach Zahlen in Kombination sein und bleiben. Also nochmal werde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil das mit dem Malen nach Zahlen ist definitiv nicht so meins. Aber ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, dass das trotzdem gut aussieht. Und ich glaube, das ist mir gelungen. So, in diesem Sinne war es das jetzt von heute, für heute, für heute. Ich habe meine Box eingeweiht. Die sortiere ich mir gleich raus. Da mache ich gleich auch noch was davor, damit das nicht durch die Gegend rutscht. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden damit. Die werde ich jetzt irgendwo hinstellen. Und wenn ich dann immer so Bilder abkitte oder downkitte, dann kann ich die alle schön da einsortieren. Ich bin sehr begeistert. Da kommt der Deckel drauf, ne? Der, den ich schon reparieren musste. Weil ich den kaputt gemacht habe. Passiert. So, und dann kann ich euch das Bild jetzt nochmal darauf legen. Schaut mal. Sehr schön. Oh, ich finde das so schön. Wunderschön. Ja, ihr Lieben, das war's von heute. Nein, ich fange doch schon wieder an. Was rede ich denn eigentlich da für einen Unsinn? Das war's für heute. Ja, aber nicht von heute. Für heute. Genau, und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Und ich bin auf euer Feedback gespannt. Ihr habt ja ein paar Fragen von mir bekommen, dürft ihr alle beantworten. Ihr dürft sie einzeln beantworten, zusammen. Oder wenn ihr sie einzeln beantwortet und euch dann einfällt, oh, das könnte ich auch noch beantworten, könnt ihr einfach euren Text editieren. Ja, funktioniert wunderbar. Da müsst ihr nicht fünfmal Kommentar dalassen. Weil was dann natürlich auch immer schwierig wird, das nachzuvollziehen, was ihr da schreibt, könnt ihr auch machen. Mir ist das egal. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ne? Also natürlich, ich versuche dann auch immer nicht zu spammen und irgendwie 10 Kommentare dazulassen. Ich weiß gar nicht, YouTube? Nee, sperren tut das YouTube nicht. Nee, die lasst das durch. Aber ja, ne? Ich versuche auch immer nur so 1-2 Kommentare mal dazulassen und dann war's das. Aber ja, ich habe ja versetzt die Fragen gestellt. Ihr dürft sie alle einzeln beantworten, ihr dürft sie zusammen beantworten, ihr dürft die Posts editieren, das macht ja auch überhaupt nichts, ist ja euer Post, ihr dürft ihn natürlich editieren. Ne, wenn ihr sagt, ihr habt was vergessen, ihr seid nicht gezwungen, einen neuen Post abzugeben, sondern ihr könnt ihn natürlich durchaus editieren. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch das zu zeigen, mit euch die Steinchen wegzusortieren, euch noch ein bisschen zuzulabern. Und ja, sehr, 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 sehr viel Spaß hat es mir gemacht. Ich hoffe, euch genauso viel. Dann dürft ihr dem Video natürlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Sehr, sehr gerne, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und ganz wichtig, ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann gucken wir mal, was wir dann zusammen machen. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.